Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Sorge ist wie ein Krebs, der um sich frisst. Es bohrt sich in unser Leben hinein und zerstört alles. Wir müssen aus Gottes Perspektive schauen. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Sind wir uns wirklich bewusst, dass wir in der Gegenwart Gottes stehen? Wenn wir so unsere Zeit, in der wir leben, eine Zeit wie diese anschauen, denken wir doch oft nicht daran, dass die Gegenwart Gottes uns erfüllt, mit uns ist, in uns ist. Ich habe mir in letzter Zeit einige Gedanken gemacht über diese Zeit, in der wir leben. Und wenn wir sehen, was um uns herum so passiert, man mag es manchmal kaum glauben, ja, was da so auf unserer Erde gerade los ist. Wir leben heute in einer der spannendsten Zeiten, die man sich vorstellen kann. Wenn wir die Bibel betrachten, sehen wir viele Dinge in Erfüllung gehen, von der Generationen vor uns nur geträumt haben. Das Weltsystem ist auf den Kopf gestellt, wie es uns die Bibel auch voraussagt. Katastrophen, Hungersnöte, Hass und Streit sind an der Tagesordnung. Doch im Gegensatz dazu ist die Liebe Gottes, sein Frieden und seine Vergebung viel, viel größer. Nur verlieren wir das oft aus den Augen. Es wird immer sichtbarer und die Menschen suchen nach einem Halt, weil sich so schnell alles verändert. Von einem Tag auf den anderen verändert sich die Welt. Ist nichts mehr so, wie es einmal war. Und für eine Zeit wie diese, das ist ein Zitat aus dem Buch Esther. Esther wurde geboren, um das jüdische Volk zu retten. Genau für diese Zeit. Auch du bist geboren für diese Zeit. Genau für diese Zeit. Diese Zeit, in der Gott Großartiges vorhat. Gott möchte sein Reich vorwärts bringen. Auch beten wir immer im Vaterunser, dein Reich komme. Aber wollen wir das auch, dass Gottes Reich kommt, dass es sich ausbreitet, dass wir mittendrin sind? Er möchte Zeichen und Wunder tun und dich dazu gebrauchen, Menschen auf ihn aufmerksam zu machen. Das Einzige, was noch wirklich Bestand hat, ist Jesus. Auf das wir bauen können und das nicht versagen wird, wie die Welt es augenscheinlich tut. Ich weiß, dass es in unserem Alltag oft nicht so aussieht, als ob Gott die Regierung hat. Aber Gott sieht das Ganze. Manchmal denken wir, ob all dieser Stürme in dieser Welt, dass Gott die Kontrolle verloren hat oder dass er ja nicht eingreift, nicht eingreifen kann oder was auch immer, dass er nichts tun kann. Aber im Gegenteil, er hat das Ganze im Blick. Unser Weltsystem ist derart korrupt und von Gewalt eingenommen, dass wir es bald nicht mehr hören können in den Medien. Stimmt das? Ja. Doch andererseits haben noch nie so viele Christen auf dieser Erde gelebt. Und es werden immer mehr. Und das ist wunderbar. Wir leben mit zwei Reichen. Dem Reich der Finsternis einerseits, das wir momentan vielleicht mehr wahrnehmen, und dem Reich des Lichts bzw. dem Reich Gottes auf der anderen Seite. Beide gehen nebeneinander her. Das eine mit Gewalt, das andere mit Liebe. Und der Kontrast könnte nicht größer sein.
Auf der einen Seite der Feind, der alles zerstört, auf der anderen Seite Gottes Allmacht, die heilt, wiederherstellt und befreit. Wir dürfen so dankbar sein, dass wir zum Reich Gottes gehören dürfen, das uns Frieden bringt, Halt und alles, was wir brauchen. Als Jesus Nazareth verließ und nach Kapernaum ging, um dort zu wohnen, sagte er, Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Mit dem, dass Jesus auf die Erde kam, war das Reich Gottes ganz nahe bei den Menschen. Und gleichzeitig sagt er, tut Buße. Buße tun heißt, um Vergebung bitten und anders leben als bisher. Sünde und Reich Gottes vertragen sich nicht. Das ist der Unterschied der zwei Reiche. Man kann diese zwei Reiche nicht vermischen. Entweder wir leben in dem einen Reich oder wir leben in dem anderen Reich. Und diese Entscheidung hat jeder Mensch hier auf dieser Erde. Was will ich haben? Auf welcher Seite stehe ich? Die Auswirkungen sind gravierend. Wenn wir wirklich in diesem Reich des Lichts leben wollen, müssen wir uns auch danach verhalten. Das großartige Ereignis aber war, als das Feuer fiel im Obersaal, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie ein zündender Funke in dieser Welt. Und dieser Funke hat sich zu einem Feuer entwickelt, das über die Welt geht und vor dem der Feind Angst hat. Deshalb will er dieses Feuer unterdrücken und versucht es zu vernichten. Doch das wird ihm nicht gelingen. Dieses Feuer nimmt weltweit zu. Das ist erwiesen. Auch wenn wir das in unserem kleinen Umfeld nicht registrieren, das Feuer des Heiligen Geistes nimmt weltweit zu. Und es wird gewaltig zum Durchbruch kommen, so wie Gott es verheißen hat in seinem Wort. Es wird zum Durchbruch kommen, und zwar in einer gewaltigen Weise. Gott sandte den Heiligen Geist und er fiel in die Herzen und seitdem wohnt er in uns und wohnt er auch in dir, in deinem Herzen. Und damit ist das Reich Gottes in uns, wenn wir es haben wollen. Das ist die Voraussetzung. Johannes 3, Vers 5 und 6. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Das heißt, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, dann haben wir Zutritt zum Reich Gottes. Erst dann können wir es verstehen, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Denn das Reich Gottes ist geistlicher Natur. Als Jesus auf der Erde war, wollten ihn die Menschen zum König machen. Sie dachten, sein Reich wäre in Israel oder in der Umgebung oder auf der ganzen Welt oder was auch immer. Sie verstanden nicht, dass es kein normales Königtum war, wie zum Beispiel bei David oder Salomo. Weil Jesus kein normaler Mensch war, sondern Gott und Mensch, beziehungsweise Gott als Mensch. Deshalb sagt er in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. In 2. Petrus 1, Vers 11 heißt es, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Gottes Reich ist ein ewiges Reich und es wird immer Bestand haben, egal was passiert. Im Gegensatz zum Reich der Finsternis, dieses Reich wird einmal untergehen. Das lesen wir in Gottes Wort. Es hat keinen ewigen Bestand.
So sagt es uns die Bibel. Satan ist ein Verlierer. Er wurde schon besiegt, nämlich am Kreuz von Golgatha, ein für alle Mal. Die Finsternis und damit der Feind wird untergehen und Gott wird regieren in Ewigkeit. Mit uns zusammen, wenn wir wollen. So können wir es in der Offenbarung nachlesen. Es lohnt sich, in dem Reich zu leben, das ewig Bestand hat. Wenn wir einmal zurückblicken in das Buch Daniel, lesen wir Erstaunliches. Daniel 7, Vers 18. Und da steht, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und sie werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Ist das nicht ein erstaunliches Wort im Alten Testament, im Buch Daniel? Und Daniel hat das prophezeit, was wir heute haben. Wir sind die Heiligen des Höchsten und wir haben das Reich empfangen, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Und werden es besitzen bis in alle Ewigkeit. Gott verkündet uns das Kommende und er will es auch dir verkünden. Er will auch dir Antworten geben auf deine Fragen. Er will dir verkünden, das was kommt. Er lässt uns nicht im Unklaren. Er gibt uns zu verstehen, dass sein Reich für immer Bestand hat. Das heißt für uns, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Vor der Finsternis, vor all dem, was uns Angst macht für die Zukunft. Viele Menschen haben Angst, dass das Geld nicht reicht oder dass wir bald keines mehr haben. Angst vor Zusammenbruch, vor Gewalt, Versorgungsängste. Es gibt keine Sicherheit mehr. Überall, wo wir hinschauen, sind Zukunftsängste. Wie wird es werden? Sorge ist ein Feind unseres Lebens. Er zerstört uns, wenn wir darin leben. Diese Sorgen zerstören uns, wenn wir darin leben. Sorge ist wie ein Krebs, der um sich frisst. Es bohrt sich in unser Leben hinein und zerstört alles. Es wird die Freude rauben und es wird uns unsere Vision und unsere Zukunft nehmen. Viele Krankheiten werden auch von Sorgen ausgelöst. Wir müssen aus Gottes Perspektive schauen, aus diesem Ewigkeitsdenken. Wir sind immer auf der Gewinnerseite, wenn wir uns an ihn halten. Er wird uns niemals im Stich lassen. Er sorgt für uns auf jeden Fall und er weiß, was wir brauchen. Wir sollen uns nicht sorgen für den morgigen Tag und somit auch nicht für die Zukunft. Matthäus 6, Vers 34. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Verändere deine Blickrichtung hin zu Jesus. Sieh es mit Gottes Augen. Er sagt, sorge dich nicht. Ich habe alles im Griff. Er sorgt für dich. Wenn wir noch so schreckliche Dinge hören, Jesus ist da. Und er lädt uns ein, in sein Licht zu kommen. In seinem Licht ist keine Finsternis. Das Reich Gottes ist klar. Es täuscht uns nicht und es steht über allem. In Jesaja 45, 21b und 22 heißt es, wer hat dies von alters her hören lassen? Schon längst es verkündet? Nicht ich, der Herr? Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und sonst keiner. Das ist ein Statement Gottes. Er sagt, es gibt keine Alternative außer mir.
Es gibt keinen anderen als den großen Gott allein. Wendet euch zu mir, sagte er. Ein sehr deutliches Beispiel, was Gott schon längst verkündet hat, lesen wir im Buch Daniel. Und ihr kennt die Geschichte. Daniel wurde verschleppt nach Babylonien an den Hof Nebukadnezars. Und dieser hatte einen Traum, den niemand deuten konnte. Und Gott offenbarte Daniel den Traum und er wurde zum König gerufen. Daniel 2, Vers 27 und 28. Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Im Traum sah dieser König ein gewaltiges, riesiges Standbild, das furchtbar ausgesehen hatte. Das Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Gott ließ ihn ein Weltsystem sehen, verschiedene Reiche, die kommen würden. Und in Vers 38 sagt Gott zu Nebukadnezar: Du bist das Haupt aus Gold. Und weiter waren da die kommenden Reiche, die Meder und Perser mit den Armen und Brust aus Silber, die Griechen, der Bauch und die Lenden aus Bronze und zum Schluss die Römer, das römische Reich, die eiserne Schenkel und Füße, die aus Eisen und Ton vermengt sind. Und das Wichtigste für uns kommt jetzt. Daniel 2, 44 und 45. Und da heißt es: Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Während dieser Weltreiche, die alle untergegangen sind, als die sich auf der Erde ausbreiteten und jedes Reich das größte und mächtigste sein wollte, baute Gott sein Reich, sein ewiges Reich, das immer Bestand hat. Gott hat über die ganzen Jahrtausende weg sein Königreich aufgerichtet. Egal, was auf dieser Welt passiert, das Reich Gottes ist da. Darin, wo wir jetzt leben. Egal, wie schlecht und schwierig das Weltsystem aussieht, das Reich Gottes breitet sich aus, unaufhaltsam. Ist das nicht wunderbar? Damals war dieses Reich schon im Gange, wo noch niemand etwas davon erahnte oder wusste. Und weiter heißt es: Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Und heute wissen wir, dass es genauso geschehen ist. Dieses Königreich wird alles überdauern. Und wie wurden diese anderen Reiche zerstört? Vom Berg bricht ein Stein los, nicht durch Hände, und zermalmte die ganzen Reiche. Und wir wissen, der Fels ist Jesus. Das Reich Gottes bezwingt alles, was sich ihm entgegenstellt. 1. Korinther 10, Vers 4. Und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Und das traf schon damals auf das Volk Israel zu. Und auch David sagt in Psalm 18, Vers 3, der Herr ist mein Fels. Der Fels steht und auf den Felsen ist Verlass. Und er wird alles zermalmen, was sich ihm in den Weg stellt.
Wie schon gesagt, existieren zwei Reiche nebeneinander. Das Reich Gottes und das Weltsystem des Feindes. Und wir bekommen das jeden Tag zu hören. Das Reich der Finsternis tobt sich gerade aus. Aber wir sind die Repräsentanten des Reiches Gottes. Wir gehören zu dem Reich des Lichts. Das Licht hat mit Finsternis nichts zu tun. In Jesaja Kapitel 60, Vers 1 und 2 lesen wir einen prophetischen Vers, der aktueller nicht sein könnte. Steh auf, werde Licht. Dies ist das Gebot der Stunde, aufzustehen. Nicht in Entmutigung zu versinken, angesichts dem, was um uns herum alles geschieht. Den Blick auf dem zu haben, was Jesus tut. Lass dich von den Machenschaften des Feindes nicht ablenken. Wir schauen so oft auf das, was der Feind kann. Wie haben wir gelesen? Der Fels Jesus zermalmt alles, was sich gegen ihn aufrichtet. Dieses korrupte und gewalttätige Weltsystem wird einmal nicht mehr da sein. Aber das ewige Reich in Jesus Christus ist das Licht, das auf die Erde strahlt. Wir sind die Repräsentanten dieses Reiches. Wir tragen das Reich Gottes in uns. Und deshalb, steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Ist das nicht wunderbar, diese Verheißung, die jetzt wahr geworden ist? Das Licht Jesus ist bereits gekommen und diese Prophetie ist in Erfüllung gegangen. Und die Herrlichkeit Gottes ist auf dir. Die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen, weil man es dir ansieht, dass Jesus in dir wohnt durch seinen Heiligen Geist. Und weiter heißt es, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die derzeitige Welt könnte nicht besser beschrieben werden. Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Das ist doch so. Wir erleben es doch jeden Tag. Und trotzdem wirst du strahlen und man wird den Unterschied sehen. 1. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. Und da heißt es, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Und das seid ihr, Berufene in seinem Reich und seiner Herrlichkeit. Jesus sagt selbst in Johannes 17, Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und das ist wunderbar. Jesus hat uns das gegeben, was er vom Vater bekommen hat, seine Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit ist in Jesus, im Vater und auch in dir. Für eine Zeit wie diese. Du bist geboren für diese Zeit und Gott will Großartiges tun in dieser Zeit. Mit dir zusammen. Er möchte dich gebrauchen, um sein Reich vorwärts zu bringen. Um das zu tun, was er tun möchte. Sein Reich wächst weltweit. Wunder geschehen, Heilungen und Befreiungen. Wir müssen es nur sehen. Wir sehen oft nur unseren kleinen, begrenzten Raum um uns herum. Aber Gottes Reich ist weltweit und es wächst und wächst. Es ist spürbar, dass Gott die Welt erschüttert und andererseits wiederherstellt, was der Feind zerstört hat. Wiederherstellt in seinem Reich.
und wir dürfen es sehen. Wir dürfen unsere Augen aufmachen und das sehen, was Gott tut, weil er in uns wohnt. Und er öffnet uns unsere Augen, wenn wir es wollen. Wir sind ausgerüstet. Ausgerüstet, in seinem Reich zu leben. Ausgerüstet, zu sehen, was er tut. Ausgerüstet, mit ihm zusammenzuarbeiten und dieses Licht hinauszutragen in die Welt. Dieses Licht zu scheinen. Steh auf, werde Licht, dass deine Umgebung sieht und merkt, wie sich das Reich Gottes ausbreitet, in dir und mit dir. Dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, die so aus den Angeln zu gleiten droht, einen Unterschied machen. Mach den Unterschied. Lass dein Licht leuchten. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Amen.